Herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank. Mein Name ist Stefan Friedrichowski. Wie immer für diese Art von Webinare kann ich jetzt gerade heute nicht so richtig sagen, weil das Webinar ist heute ein durchaus sehr anderes im Vergleich zu denen, die ich sonst immer mache. Da geht es dann immer um Statistik und unmittelbar um Trading-Strategien. Nee. Heute heißt der Titel: Was macht einen erfolgreichen Trader aus? Jetzt wäre natürlich schön, wenn die Antwort einfach nur wäre: Er sitzt am Strand, kubanische Zigarre in der einen, das Cocktail in der anderen Hand mit Blick aufs Meer. Ja, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu schön. Die kurze Antwort ist wahrscheinlich: Wahnsinnig viel Arbeit, Disziplin. Müssen wir uns mal alles anschauen. Und das sind alle die Dinge, die ich heute ein bisschen mal von der Seite beleuchten werde. Ein bisschen auch aus meiner Erfahrung, aus dem eigenen Trading sowieso, aber halt auch aus Coaching von anderen und natürlich einfach auch aus Erzählungen von anderen. Alles ein bisschen zusammen gemixt, um daraus hoffentlich auch für euch ein gutes Webinar zu machen und auch da etwas übers Traden zu lernen. Auch wenn ich jetzt heute, ich wiederhole mich da, nicht über eine unmittelbare Trading-Strategie der ihren Ableitungen in Excel oder in anderen Computerprogrammen rede, sondern es geht mehr ums Traden. Das ist das Thema von heute. Ach so, erwähnen sollte ich natürlich mal das Datum: 19. November 2020. Uiuiui, Weihnachten steht schon in einem Monat wieder vor der Tür. Wahnsinn. So schnell geht die Zeit vorbei. Ja, wie immer, ihr wisst, die Folien, die ich heute zeige, die gibt es auch jetzt schon. Die könnt ihr downloaden direkt aus dem GoToWebinar Bedienpanel. Und ansonsten die Aufzeichnung des heutigen Webinars ist dann morgen auf dem YouTube-Channel von JFD verfügbar. Ich zeige tatsächlich heute auch ein paar Excel-Sheets, aber die, wie gesagt, die bilden keine Trading-Strategie ab. Aber wer auch die haben möchte, kann die gerne haben. Wie immer dann natürlich einfach wieder eine E-Mail hier an meine E-Mail-Adresse s.friedrichowski@jfdbank.com. Und ihr könnt mich gerne direkt bei meinem Vornamen, also Stefan, nennen. Wer meine Sprache beobachtet, quasi duze ich euch ebenfalls. Also, sei es drum. So soll es auch sein unter Tradern. Also gerne direkt auch ein Hallo Stefan ist da völlig, völlig in Ordnung. Gut, ihr kennt das Prozedere. Einmal muss ich es zeigen. Auch wenn ich jetzt heute gar nicht unmittelbar Trading-Strategien zeige und gar nicht unmittelbar auf einzelne Trades eingehe. Nein, nichtsdestotrotz bei einem Webinar, wo es ums Traden geht, gehört der Risk-Disclaimer wie immer dazu. Und worum geht's? Natürlich, wenn es final um eure Trades geht, dann handelt ihr natürlich auf eigene Verantwortung. Und das ist eigentlich immer selbsterklärend. Aber da gibt es nun mal Regularien und die wollen wir natürlich einhalten. Es gibt gerade einmal eine Meldung, dass der Ton nicht so gut sei. Da vielleicht noch mal ein paar weitere Meldungen. Kann natürlich immer auf zwei Seiten liegen. Also meine Kontrollmonitore hier sagen, passt eigentlich alles und sollte sauber bei euch ankommen. Okay, ansonsten final der eine Tipp: einmal auswählen, wieder neu einwählen, kann das manchmal beheben. Okay, gut. Da gibt es nochmal die Frage, wo kann man die Präsentation runterladen? Ja, das natürlich kann ich jetzt genau mit meinem GoToWebinar-Bedienpanel nicht zeigen, weil der wird nämlich automatisch ausgeblendet, sonst könnte ich es. Also, das ist bei mir einfach da, wo auch der Chat ist und da gibt es weiter unten einen Reiter, der heißt Unterlagen und da kann man das unmittelbar dann herunterladen. Okay, über dem Fenster des Chats sagt mir hier nochmal jemand. Okay, gehen wir mal auf die genaueren Inhalte von heute ein. Ich will tatsächlich heute mal einen kleinen Blick auf die Psyche machen. Nur ein kurzer Exkurs.
kommt eigentlich aus ganz anderen Ebenen und hat definitiv ursächlich gar nichts mit Trading zu tun. Aber ich finde diesen Persönlichkeitsstrukturvergleich an der Stelle durchaus mal sehr interessant und vernünftig. Ich will auch mal unmittelbar darauf eingehen, was so meine Beobachtung ist zwischen Profi-Tradern und ich sag mal Leuten, die vielleicht mit Traden anfangen. Der Vergleich ist mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen brutal. Und bitte nicht falsch verstehen. Und viele sagen, die Fehler mache ich doch alle gar nicht. Okay, gerne, aber ich will mal so ein paar typische hier zeigen. Ihr werdet sehen, dass eine meiner Aussagen ist, dass wir gerne den Chart auch überbewerten in unserem Traden. Und da will ich ein paar Beispiele auch zu zeigen. Und unter anderem geht es da um intrinsische Zeiten und um andere Fallstricke, die schnell aus dem Chart heraus entstehen, weil wir doch ein bisschen mit zu viel Fantasie oft auch in den Chart reingehen. Da will ich mal ein paar Beispiele zeigen. Natürlich, was einen erfolgreichen Trader definitiv ausmacht, dass er sich nahezu nur um eins kümmert, nämlich um Edges. Ich benutze gerne mal das englische Wort, also Wahrscheinlichkeitsvorteile, weil darum geht's. Wir brauchen Wahrscheinlichkeitsvorteile. Ohne die Kenntnis eines Wahrscheinlichkeitsvorteils für den nächsten Trade, den wir eigentlich eingehen wollen, ihr kennt meine Antwort dazu, dann sollte ich den Trade nicht eingehen. Das heißt, ich kann eigentlich nur, wenn ich auch einen abgeleiteten Wahrscheinlichkeitsvorteil habe, auch im Trade eingehen. Da müssen wir natürlich auch nochmal drauf gucken. Und das gucken wir uns sowohl für Aktien wie für den Forex-Markt an. Genau die letzten beiden Webinare, die ihr auch noch auf YouTube findet, sind zwei Musterbeispiele. Nämlich war die Wahrscheinlichkeitsvorteile beim Aktientraden, hat man eine Strategie. Und beim letzten Mal hatten wir dann eine Strategie im Forex-Markt. Und worauf basieren die nun wirklich? Naja, auf diesen Wahrscheinlichkeitsvorteilen. Und ich will auch noch mal so ein paar, ich habe Weisheiten und einen kleinen Smiley noch dahinter gesetzt. Ich will sie durchaus mal erwähnen, weil da ist einiges dran und gucken wir uns mal genauer an. Gut, okay, ich sehe auch, Download der Folien hat geklappt, das freut mich. Wenn ich sage, was macht einen erfolgreichen Trader aus und auf die Frage genau zwei Wörter Antwort geben wollte, sollte, dann ist es genau das. Emotionslose Disziplin. Ups, ernüchternde Antwort. Gleich zwei Sachen. Disziplin, das eine. Das andere, keine Gefühle dabei. Völlig emotionslos. Jeder Trade wird abgearbeitet. Völlig diszipliniert. Wie der Trade anschließend steht, macht mich weder glücklich noch traurig. Und wenn, dann darf er mich meinetwegen glücklich machen, aber definitiv nicht traurig machen. Es ist ein diszipliniertes Geschäft und nur darum geht es beim Traden. Natürlich will ich nicht verheimlichen, dass es Traden auch einfach Spaß machen kann. Klar, geht mir übrigens auch nicht anders. Aber wenn es dann wirklich nur um den reinen Spaßeffekt geht, dann kann man auch mal ein paar Trades im Demokonto machen. Wir müssen da wirklich trennen. Es ist sehr, sehr wichtig, sich selber seine Regeln zu geben, aufzustellen und die Disziplin dabei zu üben. Okay, jetzt kommt nochmal die Meldung, Ton ist schlecht. Tja, also im Zweifelsfall einmal raus und nochmal neu rein. An der Technik hier sollte es hoffentlich nicht liegen. Ich werde mir auf jeden Fall selber auch mal die Aufzeichnung anhören, um zu checken, ob da dann alles ordentlich ist. Gehen wir mal zurück auf diese Psyche und die Psyche des Tradens. Da will ich mal kurz, und das glaubt mir, das machen wir ganz kurz in zwei Folien, ein Persönlichkeitsstrukturmodell mal euch kurz präsentieren. Und da können wir relativ schnell daraus ableiten, ihr vielleicht für euch, wo ihr seid, wer ihr seid und welche Dinge und Eigenschaften dann fürs Traden genau die sind, die so wichtig sind. Es gibt Modelle mit drei Schubladen, vier Schubladen, fünf Schubladen. Ich habe jetzt hier ein Modell mit genau drei.
Grundsätzlich kann die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen durchaus mit drei Farben assoziiert werden. Und das ist übrigens, sich selber da mal zu hinterfragen, ist ohnehin ganz gut, auch außerhalb des Tradens. Insbesondere, wenn man weitergeht und fragt, mit wem interagiere ich eigentlich? Also meinem Chef, meinen Angestellten, meinen Partnern, meinen Kumpels, meinen Freunden, meinen Bekannten. Und da dann die gleiche Frage zu stellen, ist derjenige eigentlich eher ein blauer, grüner oder roter Typ? Und mit diesen drei Farben kann man einfach so bestimmte Eigenschaften verbinden. Fangen wir mal mit dem blauen Charakter an. Blau, wie die Farbe schon, nüchtern. Und so der Klassiker als Beruf ist so der Buchhalter. Also jemand, der ausschließlich mit Zahlen umgeht, völlig rational ist, organisiert, Schreibtisch super aufgeräumt, Auto perfekt, nichts liegt rum. Also alles wohl strukturiert. Das ist so der Zahlenmensch, derjenige, der das Rationale sucht. Ja, dann haben wir zum Beispiel den Gefühlsmenschen, der mit der Farbe Grün ja assoziiert wird. Das ist so der sich kümmert, das ist der Familientyp. Das ist der vielleicht wirklich als erstes fragt, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Und das sind diejenigen, die auch so Gruppen beieinander halten, darauf achten, dass alle mitkommen. Und keiner benachteiligt wird oder benachteiligt ist. All solche Dinge, das ist so der grüne Charakter. Ganz wichtig, auch für das menschliche Miteinander. Dann gibt es noch diesen roten Charakter. Das ist so eher der Egoist, der Bestimmer. Gerne, und das habe ich extra hier nochmal in Anführungsstrichen, gerne der Leader. Heißt aber nicht, dass das eine gut ist für das andere. Nicht zwangsläufig. Es ist halt so eher der Ego-Typ, derjenige, der seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt. Das ist so der, wenn 10 Leute im Raum sind, der wahrscheinlich den höchsten Redeanteil hat. Oder der in einer Wandergruppe eher den Weg bestimmt. Also irgendwie schon der Bestimmer. Jetzt könnt ihr euch alle selber fragen, hey, wo stehe ich denn da? Und ja, hier gibt es noch ein paar Meldungen. Gelb fehlt, ja. Das ist das Vierer-Modell. Ja, kein Problem. Das reicht aber, wenn wir im Moment mal nur die drei hier nehmen, um einen Überblick zu haben. Jetzt kann man natürlich fragen, wer ist man? Und was ist dann gut fürs Traden? Okay, der Grüne ist es bestimmt nicht, weil. Also allein schon ein Trade eingehen, der Chart gefällt mir, wäre so eine Aussage, bestimmt nicht. Der rote Typ, ich bestimme, wo der Preis lang geht, wäre schön, wenn ich es bestimmen könnte. Das ist wahrscheinlich der dann mit Bluthochdruckerscheinungen an seinem Rechner sitzt, weil der Preis gerade entgegen dem Trade geht. Der Rationale ist da schon irgendwie im Vorteil. Und diese Eigenschaft quasi zu pflegen, ist auch das, was ich dringend empfehle, und ums Traden geht. Wir können nicht komplett unsere Persönlichkeitsstruktur von heute auf morgen ändern. Vielleicht geht es sogar gar nicht. Doch ein bisschen geht es immer. Wir können auf jeden Fall lernen, an der Stelle uns zu verbessern. Und ich kann euch nur empfehlen, die blaue Ader sollte ich auf jeden Fall ausbauen, denn Trades sind was völlig Rationales. Sie brauchen eine Analyse, wir brauchen Auswertungen, wir brauchen Inputs für Edges, für Wahrscheinlichkeitsvorteile, aus denen heraus wir ein klares Regelwerk haben und was wir dann in unserem Traden stur abarbeiten. Ich pflege manchmal zu sagen, Traden ist dann richtig gut, wenn es richtig langweilig ist. Was meine ich damit? Es ist dann läuft es eigentlich nur nach meinen Regeln, nach dem Plan. Das heißt, natürlich kommen Verlusttrades, gar keine Frage. Aber es ist nach Plan, nach Regeln. Und die gilt es auszubauen und diese Ader vor allen Dingen auszubauen. Ja, und die anderen beiden Adern, die irgendwo zu einem gewissen Grad trägt, jeder, also jeder ist nie eine von einer einzigen Farbe geprägt. Die anderen Adern gilt es zu kontrollieren und damit nicht die uns ins Traden reinfuschen. Und von daher,
Könnt euch mal selber genauer hinterfragen, wie viel Prozent von welcher Farbe ihr euch gebt und an welchen Stellen ihr meint, gerade fürs Traden dann doch vielleicht mal versuchen, ja, was abzustellen. Man kann leicht Indikatoren, damit meine ich jetzt keine Indikatoren im Chart, haben, an denen man schon merkt, dass gerade irgendwas rund ums Traden falsch läuft. Einer der häufigsten ist der ständige Blick auf meinen Account. Das meine ich ganz ernst. Und das ist also ist nicht so, als würde ich, da ich selber schon oft genug in die Falle gelaufen wäre. Das nehme ich mich gerne nicht aus. Aber was machen wir? Wir schauen auf unseren Account mit seinem Plus- und Minuszeichen von einzelnen Trades, mit seinem Plus oder Minus von allen offenen Trades und auf den Kontostand von heute im Vergleich zu vor einer Woche, einem Monat, einem Jahr, wie auch immer. Was wollen wir denn eigentlich, wenn wir diesen Blick machen? Und ich appelliere da wirklich an euch, diese Frage euch zu stellen. Deswegen habe ich hier auch schon hingeschrieben, der sinnlose Blick auf meinen Account. Was erwarte ich denn da zu sehen? Okay, natürlich bestenfalls, dass alle Trades super dastehen und dann kann ich mich einfach freuen. Ja gut, das erfahre ich auch morgen, weil wenn der Trade Stop-Loss oder Take-Profit gelaufen ist, wenn ich da eh nicht eingreife, wovon ich erstmal ausgehe, dass ich in die Trades nicht eingreife, ja, dann habe ich auch nichts zu tun. Also was soll ich denn da gucken? Okay, da könnte man auch sagen, ich suche ja nach neuen Trading-Chancen. Okay, dann, wenn ich das vorhabe, dann ist natürlich ein Blick wert, auf vor die Charts zu gehen und nach neuen Chancen zu suchen. Aber dann ist das der ausschließliche Grund, warum ich jetzt den MT4 starte und dann drauf gucke. Gerade im Zeitalter der Handys, mal eben im MT4 auf dem Handy nachgucken, dürfte dem einen oder anderen vertraut sein. Am besten noch früh morgens, schon im Bett mal eben drauf geguckt, vorm Schlafen gehen. Und ganz, ganz wichtig, was auch, woran ihr merkt, dass irgendwas falsch läuft, ist, wenn ich mal Sorgen habe, hey, wie gehen denn wohl die Trades morgen früh? Noch schlimmer wäre, in der Nacht mal aufstehen und mal schon mal einmal zu gucken, wo sie denn stehen. Wenn solche Sorgen kommen, dann ist es ein Alarmsignal. Dann läuft das falsch in seinen Trading-Aktivitäten. Weil natürlich kann es nicht darum gehen, wo morgen früh die Trades stehen. Ihr wisst von anderen Webinaren von mir, dass Trading ist Statistik. Und einzelne Trades, die machen nun mal keine Statistik. Hunderte, Tausende von Trades, die machen eine Statistik. Und wo der einzelne Trade morgen früh steht, also mich interessiert es wirklich nicht die Bohne. Okay. Achso, jetzt kommt nochmal gerade hier eine Frage, welcher Farbtyp ich denn bin. Ja, da gibt es auch Fragebögen zu, wo man das sogar sozusagen rausfinden kann. Und ich bin kein Blauer, ich bin ein Roter. Mit einer guten blauen Ader, aber so ist die Präferenz ist bei mir im Roten. So viel auf die Frage. Gut. Andere Sache, dass was falsch läuft, beim nächsten Trade mache ich es besser. Nee, dann bitte sofort. Auch sowas wie, oh, dieser Trade, ich ziehe den Stop-Loss noch ein bisschen weiter weg. Nein, bestenfalls, das Einzige, was ich zulasse, ist, den Trade zu beenden und dann sich ans Regelwerk zu machen, weil man womöglich einen Trade gemacht hat, der nämlich gar nicht dem Regelwerk entspricht, dann kann man gerne diesen Trade auch unmittelbar und sofort beenden. Natürlich kann der ein oder andere sagen, ja, die Chart-Situation hat sich geändert. Dann ist aber was in der vorherigen Analyse falsch gelaufen, weil jeder Trade hat ja dann ein Regelwerk, wie eigentlich ablaufen soll. Zum Beispiel ein Stop-Loss, zum Beispiel ein Take-Profit, ein Trailing-Stop, irgendwas. Und daran plötzlich was zu ändern, okay, dann muss das Teil des Regelwerkes sein. Also vielleicht habe ich hier ein Regelwerk, wo drin steht, wenn ich auf halbem Weg zum Stop-Loss bin, dann mach das und das. Keine Ahnung. Wenn das Teil des Regelwerks ist, gut. Aber bitte nicht sagen, beim nächsten Trade mache ich besser. Dann bitte sofort. Und schließlich noch diesen ominösen Satz.
Einen Trade mache ich noch. Der nächste wird es dann alles richten. Jetzt habe ich schon 10 Trades im Verlust. Jetzt muss der nächste ja ein Gewinner-Trade werden. Und der reißt mein Konto wieder aus dem Minus ins Plus. No. Wenn das so ist, dann läuft was mit Risiken definitiv falsch. Also wenn der nächste Trade es richten soll, dann ja, dann ist definitiv was falsch. Da kommt noch mal eine zu meiner Farbe, weil ich sagte, ich sei rot. Darum bist du auch Referent und kein Trader. Das ist definitiv falsch. Nein, ich bin Trader. Ich bin Trader durch und durch und mache das auch schon wirklich seit Jahren. Also kurz, wenn der ein oder andere mich da nicht genauer kennt, ganz kurz zu mir. Also vom Hintergrund bin ich Physiker und was ich mache, ist Trading-Strategien für JFD, für die Vermögensverwaltung und das ist mein Business-Background, der ist schlicht und ergreifend ausschließlich das Traden und für JFD. So viel nur dazu. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis, weil ihr werdet gleich nochmal Ähnliches hören. Denn rund ums Traden gibt es natürlich wahnsinnig viele Menschen, die darüber Webinare machen, darüber reden, reden und reden. Nee. Ich kann gut und gern von mir behaupten. So ist es bei mir nicht. Aber natürlich bei vielen, vielen ist es definitiv so. Oh, jetzt kommen noch mehrere Detailfragen, was ich denn trade. Ja, hauptsächlich trade ich Forex auf unterschiedlichsten Währungspaaren rauf und runter. Ich habe so ein Portfolio von 28 Währungspaaren. Unwahrscheinlich viele Strategien, die als Portfolio einen Zusammenhang bilden. Um mal in Zahlen zu reden, dahinter stehen 50 Einzelstrategien, die dann in Summe ein solches Portfolio bilden. Und wie da so einige Strategien laufen, einfach mal in die Aufzeichnungen der Webinare schauen. Mit meinem Namen findet ihr genügend Hinweise zu den einzelnen Strategien, denn die ist tatsächlich das, was ich da erzähle, ist auch wirklich das, was ich denn trade. Also von daher ist der Zusammenhang relativ einfach. Machen wir mal einen kleinen Schnellvergleich, so typische Eigenschaften von echten Profi-Tradern und Leuten, die vielleicht so gerade anfangen, erste Trades machen und hoffentlich schon auch vieles gelernt haben und vieles schon wieder abgestellt haben von dem, was hier steht. Also ein Profi-Trader hat definitiv immer einen Stop-Loss. Jetzt habe ich ja selbst erst noch vor bei dem Aktienwebinar mal gesagt, kein Stop-Loss geht. Ja, in einem Aktienportfolio mit dem Wissen, dass ich ja bei einer physischen Aktie natürlich nicht mehr verlieren kann, als dass die Firma komplett morgen den Börsenkurs null hat, ist das okay. Wenn ich natürlich im Forex- und CFD-Handel oder Future-Handel bin, sieht das Ganze natürlich schon anders aus. Da wisst ihr, da kann morgen mein Minus größer sein als mein Konto. Und im Future-Handel definitiv. Im CFD-Handel gibt es mittlerweile ein paar Regularien, die da eingegriffen haben, mit denen ich selber sogar noch nicht mal besonders glücklich bin. Aber sei es drum. Man könnte auch sagen, ein Trade muss ein definiertes Risiko haben. Also ein Trade hat einen Stop-Loss. Was ich oft sehe, ist, dass Trades von anderen, da wird ein Stop-Loss, wenn überhaupt, erst nach dem Trade irgendwann gesetzt. Das kann ich ja dann gar nicht. Wenn ich ursprünglich beim Eröffnen meines Trades nicht weiß, wo der Stop-Loss ist, kann ich ja gar nicht das Risiko bestimmen und gar nicht die Positionsgröße. Also das Ganze geht nicht zusammen. Also aufgepasst. Zu einem Trade gehört ja auch immer eine Größe, also ein Risiko, das mit dem einzelnen Trade verbunden ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass man genau das auch schon beim Beginn des Trades hat. Jeder Trade einer Strategie hat immer ein definiertes Risiko beim Profi-Trader. Das ist keine Willkür, die ich von heute auf morgen anpasse. Natürlich kann das Risiko pro Trade entsprechend einem Regelwerk vielleicht sogar verändert sein oder verändert werden, aber dann entsprechend einem Regelwerk. Das höchste Gut ist des Profi-Traders ist die Risikoaversion.
Es ist das Risiko zu kontrollieren. Gewissermaßen ist das allererste Ziel, nicht pleite gehen. Klingt immer so blöd. Ich weiß. Der nächste Schritt heißt, einen bestimmten Drawdown nicht zu überschreiten. Und dann kommt erst das Ziel, auch den Gewinn zu erzeugen. Aber das Wichtige ist immer die Adjustierung des Risikos, dass wir wissen, welches Risiko gehen wir ein, bezogen auf unser Konto, und nicht das irgendwie nach Belieben ständig anpassen und hin und her laufen. Beim Profi-Trader laufen alle Trades nach festen Regeln. Schon beim Einstieg ist alles definitiv fest. Wie der Trade dann endet, sei es drum. Ob der Stop-Loss greift, der Take-Profit greift oder ein Trailing, was auch immer. Was auf keinen Fall passiert, ist irgendwie so eine Art Strategie-Hopping. Also da habe ich mal gelesen, der und der Ansatz funktioniert und der funktioniert noch besser. Und dann mache ich das, mache 10 Trades, läuft nicht, zum nächsten. Nee, es muss klar sein, welche Drawdowns mit einer Strategie verbunden sind. Und das Schlimmste eigentlich, was ich machen kann, ist, ich habe vielleicht sogar eine gute Strategie, mache meine ersten 10 Trades, die laufen nicht so doll, sind aber eigentlich noch im Rahmen auch der Strategie. Und dann gehe ich gleich zur nächsten. Das ist natürlich völlig daneben. Ja, gibt noch ein paar mehr Fragen zu dem, was ich trade, nur FX. Neben FX kommen auch ein paar Aktienstrategien, aber die bilden ein anderes, davon unabhängiges Portfolio. Okay, was der Profi-Trader auf jeden Fall hat, ist, er nutzt immer nur Edges, nichts anderes. Also er kann nur einen Trade eingehen, wenn er weiß, welchen Wahrscheinlichkeitsvorteil er da hat. Das klingt wahnsinnig brutal, weil natürlich weiß ich, dass man sehr gerne einen Chart analysiert und aus dem Chart heraus Linien generiert und. Aber bitte mal einmal die Frage stellen, wo ist der Edge? Habe ich dazu eine Untersuchung, ein wissenschaftliches Paper? Gibt es da Statistik zu bestimmten Regeln, die man so gerne dann nutzt? Und nur wenn ich weiß, wo der Edge ist, dann kann ich auch meine Trades eingehen. Das nächste ist die Geduld. Also der zumindest, der diskretionär handelt, sollte geduldig wie eine Raubkatze sein. Wer vollständig über EAs handelt, was ich ja im Wesentlichen nahezu ausschließlich nur mache, da ist die Geduld im Computer eingebaut. Aber ansonsten gilt es, geduldig sein. Also ich kann nur empfehlen, wer hat vielleicht eine Katze zu Hause, eine Hauskatze oder eine zugelaufene, so wie in unserem Fall, eine Katze mal zu beobachten, wie sie jagt, ist sehr gut. Und so sollte man auch mal aufs Traden achten und nicht vorzeitig losbrechen. Was ich oft sehe, ist gerade bei Leuten, die mit Traden anfangen, ist der Hang zum Overtrading. Das will ich mal ganz kurz nur einem Mini-Beispiel mal zeigen, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, was ich meine, wenn ich von Overtrading rede. Ich habe hier eine ganz schnelle Abhandlung von ein paar Zahlen. Ich nehme mal einfach ein ganz kleines Konto. 500-Euro-Konto. Okay, also können aber auch ein 1.000-Euro- oder ein 10.000-Euro-Konto nehmen und die anderen Zahlen mal skalieren. Und jetzt tue ich mal für einen Moment so und sage, da will jemand 0,05 Lot am Tag traden. Das sind dann vielleicht 5 Trades a 0,01 Lot oder ein Trade jeden Tag mit 0,05 Lot. Könnte ja alles sein. Wenn man mal die Kosten, die mit jedem Trade verbunden sind, und an den Kosten kommt man nochmal nicht darum herum. Und okay, die einen Broker verstecken ihre Kommission im Spread, die anderen haben sowohl ein Spread als auch eine Commission, sei es drum. Wenn man ein Lot tradet, kann man Broker rauf und runter gehen, so bei knapp unter 10 Euro ist man mit den typischen Kosten für einen Roundturn eines Trades für einen Lot dabei. Okay, das macht dann für meine 0,05 Lot 48 Cent. Klingt wahnsinnig wenig. Macht aber dann im Jahr schon 118 Euro. Heißt mit anderen Worten, ich muss
bezogen auf meinen Account, meinen 500-Euro-Account, allein schon knappe 24% Profit machen, nur um wieder bei Null dazustehen. Hups, 24% Profit und in Wahrheit habe ich gar keinen Profit, sondern ich stehe jetzt bei Null. Ich brauche aber diesen Profit schon alleine, um die Kosten meines Trains zu finanzieren. Das immer mal im Hinterkopf halten, mal ruhig auf dem eigenen Konto nachgucken, wie viel man denn tradet, gerade im Forex. Das ist einfach die Forex-Lots und CFDs, jetzt also DAX und Konsorten, müssen gesondert berechnet werden, weil das ist sozusagen die Lot-Wertigkeit anders. Aber gerade im Forex kann man genau diese Zahlen mal hier als Musterbeispiel nehmen und mal gucken, wie viel trade ich denn so am Tag, pro Woche, pro Monat und das mal in Relation zum Beispiel mit diesen knappen 10 Euro pro Lot Kosten mal multiplizieren, um mal zu fragen, hey, wie viel Rendite muss ich denn eigentlich erwirtschaften, nur um schon meine Kosten wieder reinzukriegen. Das könnte dem einen oder anderen die Augen öffnen und schon mal erklären, warum vielleicht nicht alles so doll läuft. Das ist ein gutes Beispiel für Overtrading. Das nächste ist, wonach ziele ich eigentlich? Und bei Profis ist es klar, moderate Rendite mit begrenztem Risiko. Und natürlich ist der Trader-Traum immer die Kontoverdopplung in wenigen Monaten. Nee. Ich sage sogar die Zahl, die ich für exzellent halte. Und wer sie schafft, ist wirklich gut dabei. Wer in dem Bereich Rendite von 10-15% pro Jahr kommt, bezogen auf seinen Account, der ist sehr, sehr gut dabei. Hups, ich weiß, das widerspricht so dem Ego, aber es ist Tatsache. Ich kann es nicht anders sagen, es ist Tatsache. Wenn man tatsächlich diese Kontoverdopplung will, natürlich ist die möglich. Also ist gar keine Frage. Man kann in einem Trade sein Konto verdoppeln. Dann läuft aber garantiert was falsch mit der Risikosteuerung. Auch da, nur dass ihr mal kurz das euch vor Augen führt, was das eigentlich bedeuten würde. Ich sage noch niemals Kontoverdopplung hier in diesem Mini-Excel-Sheet. Keine Kontoverdopplung pro Monat. Nee. Ich bin bei so moderaten Sache, ich mache 10% Profit jeden Monat. Ja, dann hätte ich nach 10 Jahren Traden 1 Milliarde Euro auf meinem Konto, wenn ich mit einem 10.000 Euro Konto angefangen hätte. Da kann, glaube ich, jeder sofort sehen, ist das machbar? Ganz bestimmt nicht. Wenn das machbar wäre, würde die Finanzindustrie so gar nicht existieren mehr und die Märkte wären sowieso ruiniert. Das heißt, so schön ist, und ich gönne natürlich jedem die 10%, aber die über 10 Jahre jeden Monat, also 120 Monate in Folge durchzuhalten und immer am Ende des Monats mit 10% dazustehen oder zumindest sozusagen on average, also im Durchschnitt diese 10% zu haben, schön, aber illusorisch. Definitive Antwort, illusorisch. Okay, da will jemand 100% pro Woche. Ja, wie gesagt, alles möglich, aber nicht bei normalem Risiko und nicht in Folge über Jahre hinweg. Das ist immer der Haken an dem Ganzen. Faustformel für mich ist, der Drawdown kann dem jährlichen Profit entsprechen. Ich sage kann. Drawdown ist ohnehin eine auf dann Jahre ausgerichtete Kenngröße. Und wenn ich die bei zum Beispiel 10% halten kann, also mein Drawdown kleiner ist als 10%, dann kann ich, wenn es richtig gut läuft, wenn man richtig gut ist, auch einen Profit von 10% pro Jahr erreichen. Wenn ich einen Drawdown von 50% zulasse, dann ist auch ein Profit von 50% pro Jahr möglich. Das Blöde ist nur, dass ich, wenn ein kleiner statistischer Ausreißer kommt, mein Konto zwischendurch geplättet habe. Das würde dann vorkommen. Also, was ist möglich aus meiner Sicht, langfristig und seriös? Sowas wie 1% pro Monat
ist jetzt nicht ganz zinsgerecht gerechnet, wären also 12% im Jahr. Und so etwas ist ungefähr das, was ich für seriös halte. Wer vielleicht aus der ganz normalen Unternehmenswelt kommt und einfach mal fragt, was sind denn Renditen von Top-Firmen, die auch 10 Jahre lang hintereinander verdienen können, der weiß auch, da ist keine Rendite von 100% jedes Jahr drin, sondern so eine EBIT-Prozent von 10, 15% ist schon eine richtig, richtig gute Firma. Jetzt ist das im Vergleich ein bisschen Äpfel mit Birnen. EBIT-Rendite verglichen mit einer Kapitalrendite ist jetzt nicht der korrekte Vergleich, aber nur, dass man mal so ein Zahlengefühl hat, was denn so möglich ist. Also seid vorsichtig mit euren Erwartungen. Und hier, auch wenn ich es vorhin schon mal einmal gesagt habe, ich will nicht vergessen, dass Trade noch Spaß macht. Also um Gottes Willen. Auch das ist möglich. Der eine geht ins Kino, der nächste geht in den Karnickelzüchterverein, noch der nächste gönnt sich zweimal im Jahr einen Besuch im Casino. Also Vergnügen suchen wir natürlich auch, aber natürlich ist das nicht mein Hauptanliegen, sondern bei mir ist es einfach mein Broterwerb. Okay. Bei all dem klingt bei mir immer schnell durch. Was ist denn eigentlich nun mit dem Chart? Und was kann mir der Chart denn nun wirklich sagen? Weil irgendwo leiten wir ja nun mal unsere Trades ab. Und da spielt natürlich der Chart eine wahnsinnig wichtige Rolle. Bei mir selbst ist es genau genommen nicht wirklich der Chart, sondern einfach nur die Aneinanderreihung dieser Zahlenkolonnen, aus denen die Regelwerke abgeleitet wurden und die dann anschließend auch in EAs übersetzt automatisch dann so funktionieren. Der Blick auf den Chart mache ich auch. Und zwar sogar täglich. Der ist nämlich Ideengeber für mich für statistische Untersuchungen und neue Ideen für Trading-Strategien. Bevor man auf den Chart guckt, sollte man sich nochmal vergegenwärtigen, was denn eigentlich dieser typische Candlestick-Chart eigentlich wirklich ist. Und die nüchterne Betrachtung davon ist ziemlich einfach. So ein Candlestick. Also so eine Kerze, die hat genau 4 Größen. Also mal abgesehen davon von ihrer Zeitperiode, ob es eine H1 oder eine M5 oder eine D1-Kerze ist. Sie besteht aus 4 Zahlen, nämlich den Zahlen Open der Kerze, Close der Kerze, einem High und einem Low. Mit einer mehr mathematischen Brille heißt das lediglich, dass wir die eigentliche Zeitreihe, nämlich die Ticks, auf denen alle Charts schließlich berufen, also jeder einzelne Trade, der irgendwo passiert ist. Candlesticks sind nur eine Komprimierung, sozusagen eine Reduktion von dieser zum Beispiel 1 Stunde auf diese 4 Zahlen. Und sie sind nun mal kein bisschen mehr naiv betrachtet oder nüchtern betrachtet. Das ist alles. Sind sie hilfreich? Ja klar. Auf jeden Fall, weil will ich mir Zahlenkolonnen angucken und daraus mir irgendwelche Charts sozusagen vorstellen? Nee, dann nehme ich doch lieber die Charts und gucke direkt drauf, weil dann habe ich die Visualisierung dieser Ticks, dieser Zeitreihen, dieser Preisdaten. Und die sind natürlich wahnsinnig hilfreich, aber nichtsdestotrotz, sie sind nur eine Komprimierung und das ist alles. Eine typische Stunde hat ein paar tausend Ticks und wer will sich die schon wirklich genauer angucken? Also reduzieren wir das und dann auf der entsprechenden Zeitebene. Charts helfen uns also, die Kursdaten zu visualisieren. Das Gute daran ist, wir sind nun mal mit unseren Augen und unserem Gehirn dahinter wesentlich besser getrimmt, Bilder aufzunehmen als solche einzelnen Zahlen. Da seht ihr aber auch schon gleich die Gefahr, nämlich wir sehen in dem Chart vielleicht Dinge einfach so. Also jetzt ist es dunkel. Okay, jetzt kommen wir auf die Sterne. Vielleicht gucken der ein oder andere, der gerade klaren Himmel hat. Aber denkt mal einfach an Wolkenformationen. Ja, das ist. Gibt es so was Ähnliches im Chart? Naja, pass auf, machen wir mal ein kurzes Experiment. Gehen wir mal in den Chart
Also hier einfach, was habe ich hier jetzt als Chart? In dem Fall den Euro-US-Dollar sogar auf einer wöchentlichen Skala mit seinen einzelnen Kerzen. Also jede Kerze ist hier jetzt eine Woche. Ja, und da ist er halt von den letzten 7 Jahren. Und natürlich könnten wir jetzt diesen Chart diskutieren mit seinen einzelnen Trendphasen rauf und runter. Hier hinten schöner, langsamer, aber stetiger Abwärtstrend. Weiter vorne ein wahnsinnig schneller, starker Abwärtstrend, gefolgt von einer Seitwärtsphase. Zwischendurch auch nochmal einen kleinen Aufwärtstrend und im Moment nach einem Aufwärtstrend wieder so eine Konsolidierung. Diese Wörter könnte ich jetzt alle so nehmen und könnte auch noch ein paar Linien hier einmalen. Okay, die Frage ist immer nur, was bringt das? Also welchen zusätzlichen Gewinn erziele ich genau dann? Naja, das ist immer ein bisschen so die Hoffnung. Wenn ich jetzt hier unten eine Widerstandslinie oder in dem Fall eine Unterstützungslinie einmale, dann beruht die natürlich darauf, dass ich sage, hey, guck mal, darunter war er ja nicht. Das stimmt natürlich. Und dahinter steht die Hoffnung, dass er anschließend auch nicht mehr tiefer geht. Oder wieder nur einmal, vielleicht wieder bis zu dieser Unterstützung. Und, und. Jetzt kann man da wahnsinnig viel drüber diskutieren und analysieren. Ich will euch mal einfach nur wegen dieser Analogie zu den Wolkenbildern mal wieder kurz in ein Excel-Sheet entführen. Und da machen wir was ganz Verrücktes. Da haben wir auch wieder einen Chart. Also so ein bisschen ist er fast ähnlich, nein, nicht ganz zu dem, den ich gerade hatte. Er startet bei 1,40, geht ungefähr auf Parität, sogar zwischendurch ein bisschen drunter. Und diesen Chart könnte ich natürlich jetzt wieder genauso diskutieren und wieder meine Trends suchen und auch wieder meine unterschiedlichen Unterstützungs- und Widerstandslinien und, und. Der eine oder andere wird es schon längst gesehen haben. Mitten über dem Chart stehen zwei Wörter. Simulierter Kurs. Also, was ist hier zu sehen? Gar nichts. Zufallszahlen. Und jedes Mal, wenn ich F9 drücke, kriege ich einen neuen Chart. Und hier haben wir dann diesen Chart und da haben wir noch einen neuen. Also alles, was ich hier mache, ist, ich würfel. Also ich habe hier zwar Tage und sowas dran geschrieben, aber ich mache einfach eine Zufallszahl und dann geht mein Kurs hier einfach um 0,01 rauf oder mein Kurs geht um 0,01 runter. Und das völlig zufällig. Und obwohl das hier alles so wahnsinnig zufällig ist, habe ich hier über die Hälfte meines Charts eine gar nicht schlechte Aufwärtsbewegung. Da könnte ich auch noch einen Kanal drum malen. Und könnte hier auch 1, 2, 3 und dran malen. Ich will das nicht alles völlig verteufeln. Ich will euch nur zeigen, wie schnell man da auch einfach mit dem Auge immer in die Irre geleitet wird. Weil wir immer in die Vergangenheit gucken und daraus natürlich eine Formation basteln. Und was wir allerdings brauchen, ist die Prognose für die Zukunft. Und das ist nicht zwangsläufig hier in dem Chart drin. Wenn man jetzt hier, das kann ich jetzt nicht wirklich machen, ich könnte ja auf der halben Aufwärtsstrecke mal die Hand drüber halten und fragen, hey, ist der Aufwärtstrend intakt? Sollten wir weiter long traden? Und dann hätten vielleicht auch viele auch sofort gesagt, ja, also hier ungefähr an dieser Stelle. Natürlich geht es auch weiter nach Norden. Und es ist ja hier auch jetzt weiter nach Norden gegangen. Aber nichtsdestotrotz, es ist hier ein simulierter Kurs. Und jedes Mal, wenn ich F9 drücke, kriege ich hier einen neuen Chart. Mein Gott, hat eine lange Seitwärtsphase. Also hier kann alles Mögliche passieren. Also wir müssen aufpassen, dass wir die Charts an der Stelle nicht überinterpretieren, weil das zumindest gefährlich wird. Gibt ja noch mal eine Bemerkung. Problem ist, die meisten OTC-Broker sind Betrüger. Kann ich jetzt so nicht ad hoc kommentieren. Kurs ist erstmal ein Kurs. Und natürlich gibt es bei Market Makern noch mal ein paar zusätzliche Möglichkeiten, was den Kurs angeht. Das ist aber sozusagen der ihren Recht. Und das haben sie sich auch sozusagen eingekauft, dieses Recht, über ihre Lizenz. Und wiederum der, der bei Ihnen handelt, hat genau diesen Bedingungen auch bei der Kontoeröffnung zugestimmt. Also nichtsdestotrotz, was ich jetzt hier sage und was diese Kurscharakteristiken angeht,
Hat damit wiederum auf jeden Fall nichts zu tun. Das ist jetzt im Future überall erstmal prinzipiell genau das Gleiche. Überall wird es genau so aussehen. Und ich, Leitbilder, muss noch eine Sache für euch ableiten. Geht vorsichtig mit den Charts um und macht keine Überbewertung von diesen Charts. Man sieht nämlich da meistens mehr, als man nicht will, aber zumindest was vielleicht möglich ist. Die andere Sache, die kann man auch mal kurz noch hier als kleinen Hinweis schon mal noch zusätzlich geben. Wenn man diesen Chart, wie er hier jetzt ist, das ist ja der Wochenchart auf dem Euro-US-Dollar, wenn ich jetzt hier durch die verschiedenen Zeitebenen mal durchgehe, das ist jetzt der Tageschart, ist natürlich jetzt nicht genauso lang, D1, H4 und so weiter und so fort. Natürlich weiß ich, dass jeder Chart jetzt anders aussieht als der vorherige, aber die Charakteristiken, die da passieren, die wiederholen sich. Und würdet ihr nicht, und wahrscheinlich ist es ohnehin hier zu klein und damit nicht leserlich, würdet ihr weder die Y-Achse noch die X-Achse erkennen, hier auf dem Chart, dann könnten wir hier das Spiel spielen und fragen, ich zeige euch einen Chart und ihr sollt mir die Zeitebene sagen, ob es ein M5, M1 oder ein Wochenchart ist. Und wir könnten das Spiel machen und ich gebe euch die Antwort vorneweg. Keiner wäre in der Lage, die Zeitebene zu erraten, auf der der Chart ist, außer natürlich, wir sehen die X-Achse und wir sehen die Y-Achse mit ihren Einheiten. Ansonsten wird es wirklich schwer. Das ist übrigens dann wiederum ein mathematischer Hinweis, den nennt man Selbstähnlichkeit. Und der mahnt gleich zur Vorsicht, weil stochastische, also zufällige Prozesse tendieren gerne zu solchen Auswüchsen. Und wenn unsere Kursbewegungen tatsächlich rein zufällig wären, dann würden wir beim Traden überhaupt gar keine Chance haben. Soweit kann man den Satz zumindest dehnen. Umgekehrt dann ebenfalls. Also, Chart ist immer etwas mit Vorsicht. Es gibt noch eine nächste Sache, die man durchaus mal bei Charts beachten sollte. Zwar, dass Charts zumindest teilweise sowas haben wie, was ich intrinsische Zeiten nenne. Fangen wir mal genau mit dem Gegenbeispiel an, nämlich der D1-Chart im Forex. Macht mal kurz folgendes Gedankenexperiment. Ihr sitzt nicht in Deutschland, Österreich, Schweiz, also alles drei Länder in der gleichen Zeitzone, sondern wir transformieren uns mal in die USA oder wir gehen nach Japan und würden da bei unserem Broker aus dem eigenen Lande schauen und auf den Chart gucken. Dann ist irgendwo gleich sofort klar, dass eigentlich ja jeder D1-Chart in der unterschiedlichen Zeitzone anders aussieht. Ups. Das heißt, der eine hat ein Doji, also eine Kerze, die vielleicht hohe Bewegungen nach Norden und nach Süden und keinen großen Body hat. Bei einem anderen Kollegen, der 12 Stunden weiter in der Zeitzone ist, der hat eine monsterweiße oder schwarze Kerze. Ups. Das heißt, ein D1-Chart im Forex, der ja eigentlich ein 24-Stunden-Markt ist, was auch nicht ganz stimmt, weil eine Stunde steht der eigentlich still, nur nicht bei den Brokern. Da ist aber jetzt nicht das Thema. Sieht jede Kerze eigentlich anders aus? Das hängt dann von der Zeitzone ab, wie dann wirklich die Kerze aussieht. Das sollte einem schon mal zu denken geben, wenn man auf die Kerzen guckt. W1 übrigens würde allerdings wiederum gehen, weil die Wochenenden, da tut sich dann nicht ganz so viel, wann das Wochenende anfängt und aufhört, verglichen mit den 5 Tagen dazwischen. Bei Aktien oder auch im FDAX oder Xetradax gibt es ebenfalls intrinsische Zeiten. Das ist auch wichtig, um immer wieder zu beachten, nämlich mit einem Open und Close, also FDAX 8 Uhr morgens und 22 Uhr abends. Heißt auch gleichzeitig, dass genau diese Kurse bei diesen Uhrzeiten in den entsprechenden Auktionen, die dahinter liegen, auch ein relativ hohes Gewicht auch haben. Die sind intrinsisch und hängen jetzt eben nicht von meiner Zeitzone ab. Zwar
ist dann vielleicht meine Uhrzeit zur Xetra-Eröffnung anders, weil ich halt in England sitze. Aber es ändert nichts daran, dass in Deutschland 9 Uhr ist. Das Gleiche gilt für den FDAX oder auch für die Aktien. Das heißt, das ist gut, dass es einige Zeitskalen auch mit intrinsischen Zeit gibt. Und diese Nächte dazwischen oder diese Pausen können quasi den Handlungsbedarf mit auch generieren. Ich erinnere mal an eine andere, auch eine Strategie, die wir mal aufgestellt haben, wo wir gesehen haben, dass im DAX beispielsweise die Bewegung, also die Nettobewegung, die ja eher nach Norden ist, die passiert über Nacht und nicht am Tag. Das ist eine ganz interessante statistische Erkenntnis, dass, also wenn man einfach mal die Close mit dem Open des nächsten Tages vergleicht und quasi aufsummiert und das vergleicht mit dem Open des Tages und dem Close des aktuellen Tages und da die prozentuellen Bewegungen aufsummiert, wird feststellen, dass die Bewegungen in der Nacht passierten. Ups, auch mal wichtig. Was halt das Wichtige und für jeden Trader die das A und O ist, dass es um Edges geht. Und das ist das, wo wir immer wieder drauf gucken müssen und immer wieder hinterfragen müssen. Natürlich haben wir einen ganz fundamentalen, einfachen Edge, wenn es nämlich um Aktien geht oder auch um Indizes. Natürlich gehen die tendenziell nach Norden. Natürlich heißt das jetzt nicht im Umkehrschluss, dass sie nicht auch nach Süden gehen können. Vor nicht allzu wenigen Monaten ging es mal dramatisch nach Süden in allen, nahezu allen Aktien und auf jeden Fall in den Indizes. Und auch vor nicht allzu vielen Monaten ging zum Beispiel eine Aktie des DAX quasi auf Null, namentlich Wirecard. Also, das ist jetzt auch wiederum keine Gewinngarantie, dass alles immer long geht. Nichtsdestotrotz haben wir bei Aktien und Indizes definitiv das, was wir einen Long Bias nennen. Das kann auch gar nicht anders sein, weil wir nun mal auf einer Welt leben, die ein Wirtschaftssystem hat, das auf Wachstum ausgerichtet ist und die Firmen, die da nicht mitspielen, die werden zum Beispiel aus den Indizes verschwinden oder auch als Firma dann nicht überleben. Und da braucht man gar kein langes, also braucht man nicht lange zu schauen. Auch hier mal kurz nur einen Blick auf den Chart. Das uns immer wieder mal vor Augen führen. So, hier haben wir den S&P 500 für die letzten 7 Jahre. Und natürlich haben wir hier eine super schöne Aufwärtsbewegung. Die sollte man übrigens natürlich eigentlich besser logarithmisch darstellen, was MT4 leider nicht vorsieht. Natürlich sehen wir hier auch den dramatischen Corona-Einbruch, der schlappe gut 30% so ungefähr ist und dann auch wieder erholt ist. Wir sehen auch, dass der Kurs, wenn man mal die 7 Jahre genau zurückguckt, vergleicht mit heute, dann liegt da locker ein Faktor 2 zwischen. Also da haben wir genau diesen Long Bias. Heißt aber, ich muss mit solchen Drawdowns, die hier wie vor ein paar Monaten passiert, natürlich dann leben. Oder ich gucke auf einzelne Aktien. Jetzt suche ich natürlich, wie das immer so ist, wenn man dann redet, auch noch Musterbeispiele raus. Also hier der Chart von Emerson. Das ist jetzt ein Kursanstieg um einen Faktor 10 in den letzten 7 Jahren. Also da muss man schon wirklich in Faktoren rechnen. Und logischerweise macht Corona hier bei Emerson natürlich nicht besonders viel aus. Und gleiches gilt aber auch für so andere Firmen, eine Tech-Firma, Nvidia, Nvidia. Kommt der Chart auch noch? Ja, er kommt auch noch heute. Auch mehr als fast 20 liegt dazwischen. Das ist alles Long Bias, aber natürlich auch mit gewaltigen Drawdowns. Und nicht umsonst sind 95% aller Vermögensverwaltungen reine Long-Only-Strategien. Und das hat seinen guten Grund, denn da haben wir genau das Ausnutzen dieses fundamentalen Bias. Dann kommt nochmal ein Hinweis, dass BTI vor kurzem ja auch mal ins Minus gelaufen ist. Das war Betrug. Nö, das würde ich so nicht sehen. Wenn man nun mal keine Lagerstätten mehr für Öl hat, dann ist es irgendwann auch klar, dass dann der Preis ins Minus laufen muss. Ja, aber
Nebenthema. Trotzdem habe ich hier auf meiner Folie stehen, ohne grundlegende technische Neuerungen sind Gold und Öl ebenfalls Long-Kandidat. Wohlwissend, dass wir gerade genau das hatten, dass Öl sogar mal im Minus war und Gold hat auch vor kurzem mal wieder einen kleinen Abstecher nach Süden gemacht. Aber grundsätzlich, wenn jetzt keine großen Neuerungen kommen, sind das ebenfalls Long-Kandidaten. Wenn wir jetzt auf Forex gucken, haben wir es natürlich nicht ganz so einfach mit so ganz fundamentalen Edges. Es gibt aber schon einen, der ist, den sollte man auch mal sich mal vor Augen führen, nämlich, dass es Währungspaare gibt, die in eine bestimmte Trading-Richtung positive Swap-Kosten haben. Das heißt, de facto, wenn ich diesen Trade overnight halte, also overnight ist nach deutscher Zeit 23 Uhr, dann bekomme ich eine Gutschrift. Kurz, wo finde ich sowas? Also ich gehe auf ein solches Symbol, zum Beispiel US-Dollar, Schweizer Franken, und gehe da auf die Spezifikation. Und wenn ich jetzt das Fenster auch noch größer mache, dann sollten auch gleich mal die Zahlen kommen. Und dann sehen wir hier bei Swap Long eine positive Zahl und bei Short eine negative Zahl. Was bedeutet, dass wenn ich einen Long Trade auf US-Dollar, Schweizer Franken habe, kriege ich eine Gutschrift um 23 Uhr. Da gibt es noch ein paar mehr Regeln. Es gibt noch einen Wochentag, wo dann dreimal die Swaps gut geschrieben bzw. belastet werden und so weiter. Nichtsdestotrotz, immer mal einen Blick wert auf die Swap-Kosten oder Gutschriften, weil da, wo ich Gutschriften habe, habe ich einen Bias. Also ein Bias, ein Edge, den kriege ich gratis geschenkt. Und hier schreibt auch schon jemand, Kleinvieh macht auch Mist und genauso ist es. Jetzt wird nochmal gefragt, suchst du nach den Swaps deine Trades aus? Nee, nicht explizit. Aber ich habe zum Beispiel Strategien, wo ich weiß, dass ich die länger, wo ich Trades auch länger halte, wo ich nur aus dem Forex-Universum, auf dem dann das Portfolio dieser Strategien läuft, einfach nur die Forex-Symbole und nur in die Richtung, wenn denn ein Signal vorliegt, trade, die gerade positive Swaps haben. Das heißt, aus dem Forex-Universum kommt ein Filter und dann die normalen Regeln, die zu einer bestehenden Strategie gehören, und dann einfach nur die mit den positiven Swaps. Aber das positive Swap ist sozusagen nicht das alleinige Kriterium. Ich gehe nicht einfach nur, jetzt wie gerade im Beispiel US-Dollar, Schweizer Franken, deswegen da long, weil es positive Swaps gibt. Aber wenn ich ein Signal oder wenn ich eine Trading-Strategie auf dem US-Dollar, Schweizer Franken habe, kann ich bei langfristigen Trades sagen, ich nehme nur die Long-Trades, wenn denn dann dafür ein Signal vorliegt. Gibt noch eine weitere Frage, sollten die Währungskurse nicht sowieso langfristig in Richtung des positiven Swaps laufen? Da ist ebenfalls was dran, haben wir auch mal in einem Webinar schon mal beleuchtet. Das hat was zu tun mit den sogenannten Carry Trades, ist dann aber ein eigenes Thema. Gut. Haben wir grundsätzlich Edges im Forex-Markt? Naja, nicht neben dem Trivialen, wie gerade den Swap-Kosten, nicht so was so Einfaches wie halt den Long-Bias bei Aktien. Wir können aber trotzdem etwas schon charakterisieren, wenn man nicht auf noch näher auf genauer auf einzelne Strategien gucken, so wie die Mean Reversion Strategie, die wir vor kurzem hatten, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir weit von einem EMA weg sind, lohnt es sich in Richtung des EMAs zu traden. Was man wohl auch machen kann, um schon in den Richtung eines Edges zu kommen, man kann die Währungspaare gruppieren in zwei Klassen, nämlich Strong Mover und Weak Mover, also solche, die durchaus schnell und weit laufen und solche, die eher nicht dazu neigen, überhaupt weit in eine Richtung zu laufen. Und da kann man schon sofort auch ableiten, und das kann man auch statistisch untermauern, dass man bei Strong Movern eher
mit CRVs deutlich größer als 1 arbeitet, Breakout-Trades macht, Trendfolgestrategien anwendet, aber dann halt mit CRVs deutlich größer als 1. Und bei den schwachen Movern eher zu Reversal-Strategien, Seitwärtskanal-Trades macht und da tendenziell eher CRVs mit durchaus sogar auch deutlich kleiner 1. Ich will so ein einer Sache nochmal kurz illustrieren, eine Grafik, die wir auch schon mal bei anderen Sheets hatten. Was hier aufgetragen ist, ist im Mittel über die letzten 14 Jahre, wie viel Prozent ist der Kurs entfernt, in wie vielen Stunden? Im Mittel. Aber absolut. Soll heißen, ich frage jetzt nicht nach der Richtung, Long oder Short. Nee, ich frage nur, wie weit läuft der Kurs? Und ich frage jetzt nicht, ob nach Süden oder nach Norden. Damit geht jetzt auch logischerweise, also die mit zunehmender Zeitdauer, wenn ich, je länger ich warte, dann ist mein statistischer Mittelwert, dass mein Kurs weiter weg ist, natürlich größer. Deswegen geht das hier auch so ungefähr wurzelförmig hoch. Da kann man auch viel, viel mehr drüber sagen, aber ich will nur auf eins hinaus. Hier gibt es eine Rangfolge. Der Mover, der sozusagen am stärksten läuft, der, wo man am ehesten weit in eine Richtung kommt, ist der australische Dollar, japanische Yen. Hier nach 50 Stunden ist der im Mittel 1,5% von seinem Ursprung weg. Völlig auf der anderen Seite, Schweizer Euro, Schweizer Franken, Euro, britisches Pfund. Ich nenne die ja auch schon mal gerne so die Langweiler. Da liegt mehr als ein Faktor 2 dazwischen, wie weit die einzelnen Währungspaare typischerweise laufen. Und die Strong Movers sind natürlich die, die eher auf der oberen Hälfte sind und die Weak Mover, die eher auf der Unterhälfte sind. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Und den kann man ebenfalls wieder in die Insider-Trading-Entscheidungen natürlich mit reinsetzen. Wie entsteht sowas, wird gerade gefragt. Diese Auswertungen, die mache ich mit eigenen Programmen. Also sprich, ich schreibe C++-Programme, die sowohl die Strategieentwicklung machen, aber auch reine statistischen Auswertungen. Und dann nur die Zusammenfassung ist dann hier, wie gezeigt, zum Beispiel in Excel. Jetzt habe ich, ich bin eh schon über der Zeit, sorry, natürlich ist genau ein solches Webinar dazu geeignet, nochmal zusätzlich in das Reden zu kommen. Ich will euch trotzdem mal kurz noch ein paar Weisheiten mit auf den Weg geben, die wirklich immer extrem, aus meiner Sicht, auch wirklich wichtig sind und den einen oder anderen auch mal ins Schmunzeln versetzen. Was ich unwahrscheinlich viel sehe in dieser Szene, dass man so schöne, zum Beispiel auf Facebook, da Trading News hat im Sinne von, gestern bin ich long gegangen in Euro, US-Dollar, der Trade läuft super, Stop-Loss ist schon weit über Einstand und, und. Meistens nicht besonders wertreich, was da ist. Also, immer hinterfragen den Autor und seine Kompetenz und nur wenn dass beides ganz klar ist, kann man sich das sicherlich auch gut weiter angucken. Es gibt für mich da immer eine ganz einfache Devise und die heißt, zeige mir deinen Kontoauszug. Und dann weiß ich ganz genau, wer wie worüber redet. Es gibt so einen schönen Satz, der stammt nicht von mir, den habe ich von einem anderen Trader und den finde ich einfach so gut, dass ich ihn hier gerne nochmal wiederhole und einfach nur vorlese. Wer euch also was über Trading-Resultate, Equity-Kurven und zeigt, wie sein Trading-Erfolg der letzten 3 Jahre aussieht, da gilt in aller Regel, was zu schön ist, um wahr zu sein, ist zu schön, um wahr zu sein. Immer mal wieder im Hinterkopf behalten. Oder es gibt eine Regel, die 90-90-90-Regel im Trading. 90% aller Trader verlieren 90% ihres Kapitals in 90 Tagen. Ich weiß, das will nie jemand hören. Aber es ist halt ein hartes Brot. Traden ist ein echter Job. Und man kann auch andersrum mal drauf gucken. Was maße ich mir an,
nach einer 3-Sekunden-Analyse des Charts zu sagen, ich weiß, wo das jetzt hingeht. So einfach ist Trading nun mal nicht. Und es ist ein echter Job. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man erst so nach 1 bis 3 Jahren überhaupt Break-Even erreichen kann. Vorher ist man eher auf der Verlustseite. Also auch mal ruhig im Hintergrund halten. Wir müssen uns immer bewusst sein. Die gewissermaßen die Gegner des Tradens, das sind die ganz Großen. Und die verdienen auf jeden Fall Geld damit, weil wenn die damit kein Geld verdienen würden, würden sie es auch sofort lassen, wie das nun mal so ist im Business. Damit, womit man kein Geld verdient, das beendet man. Und die verdienen also Geld. Und die verdienen gerne auch das Geld, was anderen dann wegnehmen. Und das können sie schon mal gut. Und mit denen legen wir uns an. Gleichzeitig haben wir allerdings auch Chancen, wenn wir die Kleinen sind. Weil wir bewegen nun mal nicht gleich auch den Markt mit, wenn wir einen Trade platzieren. Weil ich gehe mal davon aus, dass keiner hier im Webinar dabei ist, der mal so ständig 1000 Lot-Trades absetzt. Das sicherlich nicht. Also, wir können da unsere Vorteile rausziehen. Gerade nochmal ein lustiger Hinweis, nicht ein lustiger, guter Hinweis für was Kontoauszüge angeht. Und dann am besten, also nicht, zeig mir nicht nur den einen Kontoauszug, sondern zeig mir alle. Guter Hinweis, man könnte auch 100 Konten haben, von denen einer einen guten Kontoauszug hat. Und genau den nimmt man dann und zeigt dem drumherum. Okay, kommt noch eine Frage. Sind die ganzen Roboprogramme überhaupt zu empfehlen oder sollte man daraus eine Lehre ziehen? Da kann man natürlich jetzt überhaupt keine pauschale Antwort zu geben. Also grundsätzlich habe ich überhaupt nichts gegen sozusagen Roboter, Trading-Roboter oder Vermögensverwaltungsroboter, aber nur, wenn ich weiß, wie sie funktionieren und was sie genauer tun. Das kann ich natürlich jetzt leicht sagen, aber ich kann da jetzt nicht pauschal sagen, gut oder schlecht. Ich selbst bin eigentlich auch nur ein Trading-Roboter. Das wäre die eine Antwort, aber nun weiß ich natürlich auch, wie die Strategien dahinter funktionieren. Okay, jetzt habe ich wirklich schon lange überzogen. Also ganz kurze Zusammenfassung nochmal von diesem Webinar. Auch wenn es heute wirklich nicht um eine einzige wirkliche Strategie ging, hoffe, ihr konntet trotzdem so ein bisschen Nutzen daraus ziehen aus den Sachen, die ich hier heute zu erzählen habe. Ja, und wenn ich Empfehlungen geben kann, darf, möchte, dann seid extrem diszipliniert. Das ist schon mal eine der absoluten Grundregeln schlechthin. Tradet nach festen Regeln und seid euch des Risikos eines jeden einzelnen Trades bewusst. Heißt insbesondere im Forex definitiv Stop-Loss. Da kann insbesondere übers Wochenende alles passieren und im gehebelten Bereich dann auch wirklich schlimme Dinge passieren. Also, da greifen noch niemals die Stop-Losse, aber Nebenbemerkung. Deswegen immer auch auf übergeordnete Risiko schauen. Nutzt die Edges. Das, was ihr handelt, sollte ihr immer vorher klar sein, dass der Trade, den ihr da als nächstes eingeht, auch einen bekannten Edge hat. Und wenn ihr den beziffern könnt, dann gibt es auch definitiv Regeln. Und dann seid ihr sicherlich schon mal auf der besseren Seite. Da bin ich mir ganz schön sicher. Und letztendlich seid immer sehr konservativ in euren Erwartungen. Kontoverdopplungen, so schön sie auch sind, sie brauchen Zeit, wenn sie seriös sind. Hier nochmal meine E-Mail-Adresse. Das ein oder andere Excel-Sheet, was ich heute gezeigt habe, schicke ich auch gerne rum. Folien auch wenn sie schon per Download verfügbar waren. Soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Abend. Dann, oh, werde ich schon gefragt, ob ich meine Tools zusenden kann. Nein, meine Tools, die kann ich nicht zusenden. Die sind im Besitz von anderen, die mich genau dafür bezahlen, dass ich diese Tools erstelle. Also von daher, das geht natürlich nicht. Aber wie gesagt, Excel-Sheets und Folien, alles kein Problem. Euch noch einen schönen Abend.
und noch eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao.